Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Heute mit dem Replay vom LTTB und The Loveless Fan. Heißt er wirklich so? Ja, The Loveless Fan. Er spielt auch im Zug mit dem Barnitzer, auch im LTTB. Und schauen wir mal, was die beiden so reißen können. Der Barnitzer fällt auf jeden Fall schon mal mit keinen Manieren auf. Also, wenn das hier das Replay von dem anderen wäre, dann würde ich es nicht nehmen. Aber, naja, jetzt schauen wir mal, wie sich The Loveless hier so schlägt. Beide wollen natürlich als erstes mal den Hügel rushen. Das gelingt ihnen auch. Der LTTB ist da sehr schnell. Aber auch Cromwell und CDC kommen da gut hoch. Und hier schön mit der Handbremse gewendet. Das geht natürlich jetzt in Zeiten von der neuen Physik mit den neuen Fahrerlebnissen, kann man schon sagen. Wie findet ihr eigentlich den Patch? Was ist eure Meinung zu 0914? Zur Physik, zu den neuen Sounds und allen drum und dran? Lasst mir doch das mal... Postet das mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. So, jetzt kann aber hier wirklich gerade ganz entspannt wirken. So viele Gegner stehen da unten, keiner drückt hoch. Er kann immer schön raus und wieder zurückfahren. Also da muss er aufpassen. Natürlich hat er jetzt mittlerweile Beachtung gefunden durch die Gegner hier unten. So, einer daneben. Den T-34-85 kommt er nicht drauf. Alles haarscharf, aber so viel wie der vorher war, hat sich alles ein bisschen entzerrt, kann man schon sagen. Alles knarzt, alles macht, alles scheppert. So, jetzt kommt er da drauf. So, der T-34 kriegt auch nochmal eine und der KV-85. Ne, der kriegt keine, aber dafür nimmt er dann den KV-3, auch kein Problem. Also er hat hier reichlich Spaß. Und den KV-85 schon wieder und weg ist er jetzt auch. Also man sieht, wenn man einmal auf dem Hügel drauf ist, dann hat man wirklich Spaß. Aber bis man halt raufkommt, ist halt nicht so einfach. So und jetzt... Wow, warte. Wuhu! Ja, das war eng. Aber er fährt jetzt hier in Vollspeed Richtung IS-3. Bulldog, AMX, CDC von hinten kriegt auch noch einen Schuss. Und nochmal einen. Also jetzt fährt er einfach mal die ganze Karte ab. Höchstgeschwindigkeit lag aber sowas von an. Und jetzt mal wieder auf den Hügel. Den kennt er noch nicht. Und sieht jetzt da den Ferdinand. Genau vorne drauf. Da klappt es dann auch. Ferdinand bewegt sich nicht. Das ist gut. Da kann er jetzt weiterhin so wirken. Ne, der letzte hat dann nicht mehr geklappt, leider. So, und jetzt will er nach hinten abdecken. Sein Mate guckt da auch schon hin. So, der CDC ist ein leichtes Ziel eigentlich. Gut zu durchschlagen. Jetzt ist er offen, muss also aufpassen. Aber er wird nicht wirklich beachtet. Dadurch kann er hier wirken. So. 8 zu 9 bleibt alles ganz knapp hier.
Und jetzt muss er aufpassen, da kommt ein Cromwell hoch. Da. Und deswegen fährt er dem jetzt nach. Und zusammen nehmen sie den raus. Jetzt wird wieder gespottet. Der CDC, das ist wie gesagt ein einfaches Ziel zu durchschlagen. Kaum Panzerung. Da geht es ganz einfach. Und nochmal einen. Ah, der IS-3, der steht da ein bisschen besser. Aber auf jeden Fall sieht man einfach mal diese Stellung hier oben. Sobald man bei den Minen ist, dann tut man sich deutlich leichter. Jetzt Wilson Cromwell probieren, hier oben da mal reinzufallen, aber nee, mit 84 Hitpoints wird das nicht gut gehen. So. Huhu. Da hat er sich auch mal ordentlich die Kette gezogen mit dieser Einlage. Aber er repariert nicht, sondern er wartet, bis er hier fertig ist. Ist auch sinnvoll. Keinerlei Druck, den er hier hat. Gut, der IS-3 hat sich doof angestellt, dass der Pferde da drüben schaut, war zu erwarten. So, und jetzt wieder auf den IS-3. Da ist er. Der sitzt. Und nochmal einer. So, jetzt hat der den LTDB in der Fahrt von ihm weggemacht. Bin ja gespannt nach seinem ersten Kommentar, ob da jetzt gleich ein Flame kommt oder ob das so hingenommen wird. Und der CDC bekommt nochmal einen. Also, jetzt hat er nur noch 5 Granaten. Und da hinten der TD steht und wartet. Die Su, bis dann die anderen da mal rüber luren würden. Deswegen macht er jetzt hier den Spot. Arti müsste sich mal umbewegen, dass er die Arti hier helfen kann. Macht sie aber nicht, bleibt da stur hinten stehen, dementsprechend kein Support. Weil er will, dass die A-Linie gespottet wird. Aber wie gesagt, eigentlich ist es Quatsch, weil die Gegner hier hinten, die sind die erstmal viel schlimmeren, da näher. Und nochmal eins auf dem CDC. Er täuscht hier mal das Wegfahren an, auch lustig. Oh! Da ploppt neben ihm was auf. Da kommt der IS-3, der hat jetzt aber mal genug. So, der erste sitzt. Oh, jetzt noch eine Su. Der ist weg. Jetzt fehlt die Su noch. Der Ferdinand kommt da runter. Hat es jetzt schön umfahren. CDC da hinten und jetzt fehlt nur noch der Ferdinand. Also man muss sagen, gespielt hat er das sensationell. Und für seinen Mitfahrer kann er ja nicht wirklich was. So. Drauf. Und jetzt einfach nur vorbei, beziehungsweise die Lorraine macht es schon und er beendet die Runde im Drift. Sehr schön gemacht. Super tolle Runde. 4471 Schaden ist für einen Scout wirklich toll. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.